ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine wundervollen Menschen. Heute geht es um das Training, denn um das Training nicht zu trainieren. Was bedeutet jetzt diese Aussage auf diesem Plakat von Microsoft, was auch ein bisschen schon älter ist? Man sieht es ja, nicht ohne Training. Trainierst du jeden Tag an deiner persönlichen Performance, an deiner persönlichen Weiterbildung, an deiner persönlichen Ziele und auch an deine wirtschaftlichen Ziele, wo du hinkommen willst? Ich trainiere jeden Tag an meine Ziele, an meine Wünsche, denn nicht ohne Training. Es geht nie ohne Training. Du brauchst immer ein Training. Denn ohne Training kein Ergebnis. Denn ohne Training wirst du nie abwerten, wirst du immer einen dicken Bauch haben. Denn ohne Training wirst du immer der kleine Mann sein. Denn ohne Training wirst du die eine, der eine Typ sein, der es nie versucht hat. Ich werde dir jetzt gerne mal Beispiele geben. Und zwar heute bei meinem Training, das ein One-to-One-Coaching war. Wir haben heute unsere Ziele, unsere Vision, unsere Mission trainiert, beziehungsweise meinen Teilnehmer trainiert, was seine Vision, seine Mission ist, seine Ziele sind. Und haben festgestellt, dass der richtige Augenblick gerade, was reingekommen ist, vom Universum kam ein Stellenangebot für den Teilnehmer, wo perfekt zu ihm gepasst hat. Wisst ihr, was dieser Teilnehmer gemacht hat? Er hat angerufen auf die Stelle und er hatte einen Termin zum Vorstellungsgespräch gekommen, ohne die Bewerbung wegzuschicken, ohne den Lebenslauf wegzuschicken. Und das ist geil. Normalerweise kriegst du ja von den Recruitern, Recruiterinnen, wenn man telefonisch mit denen redet, immer eine Information. Ja, dann schick uns eine E-Mail an info@ oder kontakt@. Das ist die normale Standardaussage. Aber in diesem Fall war es nicht so der Fall. Diesmal hat es wirklich geklappt. Bei mir klappt es meistens auch so. Und wenn es nicht so ist, dann soll es halt auch so sein. Dann akzeptiere ich auch dieses Nein, wenn es nicht passt. Aber dann mache ich eine Wiedervorlage rein auf den nächsten Monat, auf die nächste Woche oder. Man kann mit dem CRM-Tool, wo ich arbeite, sehr viel machen und sehr viel arbeiten, tun, wo ich Follow-ups generiere für gewisse Wiedervorlagen. Du brauchst in der Regel 100 respektive 200 Anschläge, bis du mal einen Kontakt, ein Angebot raussenden darfst oder einen Termin hast. Deshalb trainiere dich jeden Tag aufs Neue, auf deine persönlichen und auf deinen beruflichen Zielen. Ich wünsche euch allen miteinander ein tolles, fantastisches, magisches, empathisches Jahr
2022. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne in den Shownotes vorbei, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert gerne, drückt die Glocke auf aktiv und lasst ein Abo da für die Wertschätzung. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video.